So. Nach Malle waren wir Frauenfeld. Aber dazu kann ich auch was sagen. Also Frauenfeld für Musikliebhaber, also allgemein Musikfestivals. Es war auch gleichzeitig so Rolling Loud zum Beispiel in Portugal oder sonst was. Ich weiß nicht, was noch alles war. Musikfestivals habe ich da lieben gelernt. Also es war wirklich geisteskrank. Also wir waren im Hotel, die anderen Leute oder die der 90% der Leute, glaube ich, die zelten dort auf dem Gelände mit ihren Kumpels, haben da so ein scheiß Zelt, ordnen sich auch den ganzen Tag einen rein, schlafen gefühlt auf dem Boden mit Isomatte und so. Aber ich glaube, das ist so lustig, wenn du da um 6 Uhr voll besoffen bist und dann schläfst mit deinen Freunden. Ja, also Frauenfeld, du hast da so viele kranke Künstler hintereinander und so viel gute Laune, so fette Crowd. Also Frauenfeld ist auch, glaube ich, das Größte von allen gewesen. Es hat immer am meisten Besucher. Es war für mich auch das erste Festival und ich muss sagen, es war geisteskrank. Hätten mich nicht so viele erkannt und so, ich habe mir extra davor eine Glatze geschnitten, damit ich nicht so oft erkannt werde, hat aber nicht geklappt. Hätten mich nicht so viel erkannt, wäre es geiler gewesen. Deswegen will ich dieses Jahr nach Rolling Loud LA gehen. Weil ich mal wissen will, wie so ein Festival ist. Mal einfach so, einer von, so, ich bin einfach da, ich kann einfach chillen. Ich vlogge da ein bisschen und keiner fragt mich, können wir ein Foto machen und sowas. Weil das war schon, Digga, ich bin mitten im Moshpit. Erstens springen da alle auf mich. Zweitens wollen die während dem Moshpit mit mir Bilder machen und sowas. Und ich stehe 2 Meter vor Polo G. Und ich will das Konzert genießen und ich muss Bilder machen. So zum Beispiel. Und ich kann nicht Nein sagen. Ich bin immer einer, der sagt dann ja und dann chill ich mit denen. So. Und dann mache ich mit denen wieder Moshpits. Das ist schon cool, aber es hat auch ein bisschen genervt, bin ich ehrlich. Aber ich bin trotzdem so, dass ich halt, ich will nicht wie, keine Ahnung, irgendwelche Stars oder was weiß ich, so in so einem VIP-Bereich abgesperrt sein mit 3 Securities. Ich will runter, ich bin ganz normal, ich will in die scheiß Crowd gehen, ich will da Moshpits machen und so, ich will das Konzert erleben. Warum sagst du das einfach nicht? Weißt du, wie oft ich da Nein sagen muss? Es geht nicht. Ich kann das nicht. So einmal oder so sage ich vielleicht Nein von 100 Mal während dem Konzert. Das bringt auch nichts. Naja. Ich hätte gerne mal einen Livestream. Nee, wenn ich Livestream mache zum Beispiel, dann werde ich ja gestreamsniped. Während dem Livestream. War so entspannt. Es war gerade sowieso keine Aufzieht. Wir haben uns hier hinten einmal hingechillt. Das war der letzte Tag, der war wack. Ja, auf jeden Fall seht ihr da so krasse Künstler. Wir haben da Playboi Carti, Trippie, ich habe Playboi Carti, nee, zum zweiten Mal, Trippie Redd habe ich zum ersten Mal gesehen, Paschanim habe ich zum ersten Mal gesehen, Lil Baby zum ersten Mal, UFO zum ersten Mal, Lil Uzi zum ersten Mal, Polo G zum ersten Mal, J. Carlo zum ersten Mal, J. Cole zum ersten Mal, Sofego zum ersten Mal, A$AP Rocky zum ersten Mal, Digga, das war geistkrank, was man da gesehen hat. Hi, Leute. Und es geht einfach so. Guck mal, ich war erstmal hier oben, ne? Die sagen so, ja, wir haben hier VIP-Karten und so, wir können hier oben chillen. Es passiert! Es passiert! Ja, die Fans! Oh mein Gott! Digga, dann guckst du da runter und du denkst einfach, du willst auch da runter, weil ich spring da so oben und ich konnte es nicht teilen, ich konnte meine Energie nicht rauslassen. Oh mein Gott, Digga! Aber andererseits dachte ich auch, ich will da nicht rein, ich sterbe. Also, weil man hat im Kopf Astro World Festival, ne? Das hat man im Kopf. Aber ich glaube, genau deswegen sind auch die Leute vorsichtiger. Lass gucken, die Crowd an mir, die gleich abgibt bei mir. Ich habe da ein paar Stunden gewartet, dass sie vorne stehen können. Guck mal, ich tue mir so... Die Mädchen weinen werden rausgetragen. Was da, Mate? Was da, Mate? Guck mal, jetzt kam es von mir der Call. Ich wollte nur durch zum Moshpit, ich wollte nach vorne. Aber der Kopf.
Jeder zweite kennt mich da gefühlt, das ging gar nicht. Milan ging gar nicht für Brian. Es war nicht mal ein Beatdrop, auf einmal war Moshpit auf mich. Marquardank für 22 Monate. Haare gottlos, ich hab mir eine Glatze geschnitten, damit mich keiner erkennt. Das hat nicht geklappt. Was mich abgefuckt hat, war dieses und dann lernt diese scheiß Texte oder er geht nicht in die Crowd. Such mal eine Stelle, wo die Helden. Boah, was ist denn hier los? Das Hey, es triggert mich, dieses Hey. Das habe ich auf TikTok gesehen. I want to be just like my brother, you a sandal. I want to be just like my brother, you a sandal. Reggie got up, Reggie, that's my brother. Okay, reicht. Auf jeden Fall, sowas, Festivals sind sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Ich fand das wirklich ein geiles Erlebnis und es ist auch das Geld auf jeden Fall wert. Es ist nur schwer, da mit deinen Freunden zusammen zu bleiben irgendwie. Also ich war da in Moshpit, ich war einfach weg, so irgendwann habe ich Rort wieder getroffen, dann waren wir wieder weg. So, und danach, nach dem Konzert trifft man sich halt wieder, also nach dem Auftritt von Cardi zum Beispiel. Kosten, ich habe nichts gezahlt, ich glaube so ein Tickets kosten 200 Euro für 4 Tage, VIP-Tickets 450 ungefähr. Ich weiß nur noch, weil ich hatte Rolling Loud VIP-Tickets geholt für 450 each. Aber das Geld lohnt sich. 300 für 3 Tage, 350 für 4 Tage, ja, mäßig, irgendwie so. Gezielte Dank für 18 Monate. Dann waren wir beim Travis-Konzert. Ja. War ich nicht so lange. Bahamas. So, Bahamas, wir waren auf Nassau. Bahamas ist eine Inselgruppe. Sind mehrere Inseln, High Alarm dort, aber Bahamas, man stellt sich das richtig, richtig crazy vor. War auch so, also unser Hotel, wir hatten dort Atlantis Hotel waren wir, das ist so ein riesiges, krankes Hotel. Unsere Anlage war richtig wunderschön, unser Strand, das war der schönste Strand, den ich je gesehen habe. Also da kann man nicht meckern auf jeden Fall, unser Hotel, unsere Anlage, unser Strand war geisteskrank. Also das war wirklich wow. Dann haben wir uns ein Auto gemietet, wollten ein bisschen rumfahren und gucken, was noch so Strände gibt und sowas. Wir haben gegoogelt, wir fahren zum Strand, Digga, was ist denn das? Ich dachte so, Ich dachte, da sind jetzt so eine Strände, wo dann so eine Palme so schräg ist und man kann sich darauf setzen und macht dann so ein Instagram-Bild. So ein Ding. Steine immer noch auf meinem Schreibtisch. auf jeden Fall dachte ich, dass die Insel so richtig, richtig geil wird. Nicht nur so unser Bereich. Oben mit dem Hotelanlage, die Hotelanlagen sind immer super, aber so wenn du ein bisschen rausfährst, du fährst ein bisschen kurz runter von der Hotelanlage, du bist in der Stadt oder so, was man in Stadt nennen kann, sind natürlich Inseln und da ist natürlich nicht so wohlhabend und die leben nur vom Tourismus. Hat man krass gesehen, also es war sehr dreckig, muss man sagen. Kaufhäuser und so, natürlich auch alles nicht so fortgeschritten. Deswegen war eigentlich nur die Hotelanlage schön, wo man chillen konnte. Und das war für uns halt so ein bisschen zu langweilig, würde ich mal sagen. Man kann da, glaube ich, sehr cool mit seiner Familie hingehen, dort einen schönen Urlaub verbringen, mit kleineren Kindern und sowas. Oder mit seiner Freundin was Schönes, so einen Strand chillen, entspannen. So ein entspannter Urlaub, aber es ist nichts so für 22-Jährige, 23-Jährige, 24-Jährige. Ja, also das Einzige, was wir da gemacht haben, wir waren tagsüber immer so schwimmen und am Strand und am Pool und Wasserpark und Rutschen und sowas. Was anderes konnten wir tagsüber nicht machen, glaube ich. Und abends konnte man nichts machen, außer essen gehen und ins Casino. Weil das Hotel war ein fettes Casino.
Das war ein fettes Casino, Digga. Wir kamen da ins Hotel rein, wollen einchecken. Ich guck nach rechts. Das ist so eine fette Spielhalle, Digga. Wir wussten gar nicht, was wir machen sollen, außer sowas. Natürlich kam dann mein Urlaub dazu, aber das hat jetzt auch nicht viel geändert. Wir wollten eigentlich noch so mit, also irgendwie so tauchen gehen und sowas am nächsten Tag, aber ging dann nicht mehr wegen meiner Fresse. Und ich habe sogar gehört, 2 Tage später, also wir sind abgereist und dann kam, als ich in Berlin war, kam die Nachricht, dass jemand gestern gestorben ist beim Tauchen in den Bahamas an einem Hai. Digga, wir sind ja früher abgereist und da ist jemand einfach gestorben beim Tauchen. Hä, hey, weißt du das nicht, die Kinder? Ja, Kalle weiß das. Digga, einfach genau das, was wir machen wollten am nächsten Tag. Und es ging dann nicht wegen meiner Fresse. So, also Bahamas, schön, kann man nicht drüber meckern, aber allerdings nur die Hotelanlagen. Wir waren natürlich auch nur auf Nassau. Es gibt Exuma und noch ein paar andere Inseln, die auch groß sind und nicht so tourismuslebig sind, sondern mehr einheimisch. Ich denke mal, da habt ihr auch noch. Ah, und wir wollten auch mit Schweinen schwimmen, aber haben wir auch nicht gemacht. Solche Sachen halt, so tauchen, so mit Schweinen schwimmen und sowas. Ja, Bahamas kriegt von mir eine. Also, man kann es ihm nicht übel. Ich meine, 7 von 10, aber man kann es nicht übernehmen, weil es ist halt ein schöner Ort. So mit Familie wäre das ein 8 oder 9 von 10 Urlaub. Mäßig. Mit kleineren Kindern oder halt nur mit Freunden, so oft chillig. Zu wenig draus gemacht. Ja, aber ich fand, es ging auch nicht so viel dort. Hat noch nicht viel Zeit. Ja, wir waren ja vorzeitige Abreise. Aber ich war ein bisschen. Ich dachte, wir können da mehr unternehmen. So. Dann war ich auf dem Oktoberfest. Das können wir auch mal kurz festhalten hier. Ey, ich hab die Mütze verloren, Digga. Ich verliere alle meine Chromat-Sachen. Was ist denn das? Achso, ich weiß, warum es wiederholt wird. Marc hat die gleiche Weste an wie ich, Digga. Hey, hey, hey. Und dann am Ende, ja. Hey, where's your beer? Where's your beer? I see, where's your beer? Corona, you got nice boozing. She got nice boozing. Nice boozing. Yeah, yeah, of course. Cheers. Those are nice boozing. Nice Yippie! Ach, Coco hat einen Freund. Nur so lustig, Digga. Das war so lustig immer mit denen. Du kannst zu denen sagen, was du willst. Du juckt es gar nicht. Also alle da. Ey, sie ist mein größter Bro. Naja, auf jeden Fall. Oktoberfest. An meinem ersten Abend kann ich mich zur Hälfte nicht erinnern. Aber es war lustig. Zweiter Abend kam noch Jackson. Und war auch sehr lustig. Also, zu meinen. Erstaunnis haben mich dort nur so voll wenig Leute erkannt, auf jeden Fall. War voll chillig. Ich dachte, es wird richtig schlimm, aber es war entspannt. War auf jeden Fall sehr lustig. Ist mäßig. Na, ich will jetzt nicht. Ich habe da immer gesagt, im Vergleich irgendwas mit. Es ist so wie Malle mäßig. Bloß mit Döndels und Tracht. Finde ich auch immer noch. Aber ich wurde dann beleidigt, weil das ist ja Tradition, was weiß ich alles. Marcel, danke für 2 Monate. Auf jeden Fall habe ich mich da beim ersten Tag totgesoffen vom Bier. Ich war zum ersten Mal besoffen vom Bier und das, boah, das hat so reingeknallt. Ich war alleine, ich war irgendwo im falschen Hotel und bin da rumgegeistert wie sonst was. Und zweiten Tag auch richtig, boah, auch eine richtig harte Nacht mit Jackson zusammen. War noch in einer schlechten Bar. Wir wollten ins Stripclub gehen, kamen nicht rein, dann wollten wir noch. Aber das macht um 23 Uhr zu oder so schon. Das Oktoberfest. Das war das Blöde. Und dann waren wir noch in irgendeinem Club, in irgendeinem schlechten Club. Dann kam ich nach Hause, da hat Corinna und AC haben gestreamt. Ich habe da irgendeine kalte Tomatensuppe gegessen. Mehr weiß ich nicht mehr. Das ist das, was ich mitnehme. Auf jeden Fall waren es 2 richtig lustige Tage. Vor allem das mit den Amis zu haben. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich mein Kumpels wäre. Weil ich so mit. Keine Ahnung, mit Marlon und Bieler und so dahin gegangen, dann wären wir voll, wir wüssten gar nicht, wir wären so, wie scheiße ist es hier, warum sind wir nicht Berlin geblieben mäßig. Aber die waren voll excited, so da, oh cool, oh guck mal, Sauerkraut. Die haben sich über Sauerkraut und Kartoffelsalat gefreut. Deswegen war es so voll cool. Ich war auch zum ersten Mal da, deswegen hat man so einen anderen Vibe gehabt und man war so, oh wie toll, wow, super, hey, Bier, lustig. So, und zwar ganz anders. Wisst ihr, was ich meine? Dass es ein Unterschied ist, als wenn man mit seinen Kumpels geht und dann so denkt, ne, warum sind wir überhaupt hergefahren, Digga, voll wack und so, egal, lass einfach jetzt das Beste draus machen, was einfach reinträgt, so mäßig. Ja, aber ich fand's auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oktoberfest war lustig.
Würde ich auch wieder hingehen. Ich habe auch noch meinen Trachter hinten. Ich bin ein waschechter Bayer. Dann mal wieder auf dem Balle, habe ich schon bewertet. Dubai. Dubai, es sieht aus, wie man sich vorstellt. Es ist wunderschön. Es ist richtig krank sauber. Ich habe mich nicht mehr getraut zu spucken. Ich habe Kaugummi im Mund. Ich habe den runtergeschluckt, weil ich habe mich wirklich nicht getraut hinzuspucken, weil ich Angst hatte, dass ich dann in den Knast komme. Ne? Also ich habe mich nicht getraut zu spucken. Ich mache so. Oh fuck. Mal rauf. Ich habe mich danach nicht getraut, es rauszuspucken. Ich habe es runtergeschluckt. So schlimm. Weil es da so sauber ist. Und dann war es auch immer voll schwer, Müll immer zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Es ist richtig krass schön dort. Aber ich mag so die Leute nicht dort. Weil irgendwie jeder... Man merkt, wie oberflächlich es ist. Da sind überall Escort-Damen. Gefühlt 90% der Frauen dort sind Escorts. Oder an irgendeinem reichen Wichser dran. Dort ist immer so, wow, einer hat ein Lambo, aber es juckt gar keinen, weil dort das ist ein Lambo wie so ein Polo, aber trotzdem fühlen die sich krass und so, keine Ahnung, und zwar richtig komische Vibes dort. Ich habe mich so unwohl gefühlt ein bisschen, nicht so wie in L.A., kriminalitätsmäßig, sondern so einfach, weil jeder so denkt, er ist der Beste und sind die wahrscheinlich auch, sind wahrscheinlich auch die Reichsten, aber trotzdem bist du nicht besser, wenn du, keine Ahnung was, wenn du eine Million auf dem Konto hast. Ja, also ich fand die Vibes dort nicht so cool, jeder wollte einfach zeigen, was er hat. Und es war einfach voll materialistisch und oberflächlich dort. Also richtig, richtig hart. Dazu kam, dass alle Frauen dort sich nur irgendeinen Mann suchen und Geld haben wollen für die Nacht, mäßig, sowas. Ja, deswegen fand ich das nicht so nice. Ich bin auch bei den letzten Abenden, wo die Feiern waren, bin ich auch zu Hause geblieben. Ich war auch krank. Hotel war teuer. Es gibt aber, was mich verblüfft hat, damals schon, also ich wollte schon immer mal nach Dubai, um das zu sehen. Es gibt voll die billigen Hotels dort für 4-Sterne-Hotels oder sowas. Relativ billiger Preis. Ich glaube, weil da so viele Hotels sind, dass die halt irgendwie sich immer unterbieten. Und deswegen ist es relativ billig. Das Wetter dort, ihr müsst dort, wenn schon, müsst ihr von September oder Oktober, glaube ich, September ungefähr bis März oder Februar könnt ihr da hinreisen, sonst ist es zu heiß. Ich fand das Wetter, ich habe es mir richtig schlimm vorgestellt, weil da sind so 33 Grad immer. Ich fand es aber voll entspannt. Also ich hasse Hitze. Ich hasse es, wenn hier 25 Grad sind, 28 Grad sind. Ich hasse es, ich sterbe. Aber das ging klar. Es ging klar, es war voll okay. Also ich würde da, nach Dubai würde ich nicht als Single hingehen schon wieder, weil erstens sind da keine Frauen, zweitens ist Feiern übertrieben teuer, drittens, mehr gibt's nicht. Aber mit Freunden ist Dubai, glaube ich, richtig cool. Du kannst da schön essen gehen, es ist voll schön, du kannst da viele Sachen machen, Wüstentour und sowas. So, wenn dich gar nicht juckt, was die anderen Menschen machen, dann ist es, glaube ich, richtig cool. Mit deiner Freundin oder so. Familie würde ich jetzt auch nicht dahin schleppen. Ich würde sagen, so ein Familiending, Dubai. Also für mich kriegt Dubai eine 6,5 von 10, nur weil ich so die scheiß Vibes hatte. Aber rein von der Stadt und so ist es schon 8-9. Was drumherum passiert, ja, wissen wir alle. Ja, das war's mit den Urlaubsrezensionen dieses Jahr. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen weiterhelfen bei der Entscheidung oder einfach so, damit ihr ein Bild habt, wie es dort ist. Falls ihr euch das fragt, lasst gerne ein Like da. Ihr könnt gerne die Vlogs abchecken auf dem Main-Kanal zu den gehörigen Orten, falls ihr euch davon ein Bild machen wollt. Und folgt rein und wir sehen uns im nächsten Video. Yeah.